So, hallo zu einem neuen YouTube-Video oder eigentlich auch mein erstes YouTube-Video, in dem ich zu euch spreche. Sonst habe ich ja immer Workouts gemacht, aber jetzt bin ich erstmal pregnant. So, jetzt habt ihr schon meinen Bauch gesehen. Ja, auf jeden Fall ist das jetzt ein Q&A-Video. Ich habe natürlich ganz viele Fragen bekommen zur Schwangerschaft und habe auch noch nicht so viele beantwortet auf Instagram. Deswegen dachte ich, beantworte die jetzt hier mal auf YouTube. Ich habe die alle gesammelt. So, also die erste Frage, beziehungsweise die, wo ungefähr jeder gefragt hat, wie lange habt ihr schon geplant, schwanger zu werden? Oder hat es lange gedauert, schwanger zu werden? War es geplant? War das Baby geplant? Also, das kann ich alles zusammenfassen, indem ich sage, nein, es war nicht geplant. Tatsächlich war es bei uns gar nicht geplant, auch wenn das jetzt viele vielleicht nicht glauben. Es hat natürlich gut gepasst, wir sind lange zusammen, wir wünschen uns Kinder, wir wollten auch schon immer Kinder zusammen haben und spätestens nächstes Jahr hätten wir auch angefangen. Aber eben nächstes Jahr, was heißt spätestens, frühestens nächstes Jahr hätten wir angefangen. Ja, aber dieses Jahr hatten wir es wirklich noch nicht geplant. Da wir, wie viele auch wissen, dieses Jahr im Sommer unsere große Hochzeit geplant hatten. Darauf gehe ich aber auch gleich noch ein. Und deswegen war es nicht geplant. Deswegen kann ich auch schon mal sagen, wie lange hat es gedauert. Also bei uns hat es gar nicht lange gedauert. Ich glaube natürlich, also ist natürlich auch wirklich Glück gewesen, muss ich sagen, dass es jetzt so schnell ging, auch wenn es nicht geplant war. Ich denke, wenn man es halt plant, gerade auch ich zum Beispiel, ich bin so ein Kopfmensch, dann würde es bestimmt länger dauern. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich denke es. Werden wir vielleicht beim zweiten Kind sehen? Dann, also wie habt ihr verhütet oder wie habt ihr vorher verhütet? Ich möchte das jetzt nicht detailliert hier angehen und auch niemandem was empfehlen. Und sowieso ist ja jeder anders und auch bei jedem dauert es anders lange. Aber auf jeden Fall nehme ich ja die Pille schon seit circa 2 Jahren nicht mehr. Nee, jetzt sind es schon fast 2,5 Jahre. Und wir haben immer mit dem Temperaturmessgerät von Daisy verhütet. Viele nutzen es auch, um ein Baby zu planen. Damit kann man nämlich sehen, wenn man seinen Eisprung hat. Wir haben es genutzt, um zu schauen, wann ich eben nicht meinen Eisprung habe. Hat auch eigentlich ganz gut geklappt. Bis jetzt. Und haben immer zu uns gesagt, dass wenn es passieren sollte, wäre es ja nicht schlimm. Auch wenn es natürlich jetzt doch ein sehr großer Schock war, aber es ist natürlich nicht schlimm. Dann wolltet ihr schon immer Kinder, habe ich ja auch schon beantwortet. Ja, wir wollten schon immer Kinder. Das auf jeden Fall und wollten auch nächstes Jahr eigentlich nach der Hochzeit anfangen damit zu planen. Wobei ich jetzt auch gelernt habe und auch mir viele gesagt haben, man kann ein Kind nicht planen. Und ich weiß auch nicht, wie es nächstes Jahr geworden wäre, wie schnell es geklappt hätte, aber auf jeden Fall wollten wir schon immer Kinder. Ja, auch eine wahrscheinlich sehr interessante Frage für alle. Haben deine Schwester und du es zusammen geplant? Also jetzt wisst ihr ja schon, ich habe es nicht geplant und tatsächlich, ob man es glaubt oder nicht, meine Schwester hat es auch nicht geplant. Dazu muss ich ein bisschen mehr erzählen eigentlich zu mir und meiner Schwester, weil es wirklich so krass ist. Also ich komme immer noch nicht drauf klar. Am Ende war es für mich sogar krasser, einfach the fact, dass wir beide schwanger sind, als jetzt zu wissen, dass ich schwanger bin. Also sie ist 1 Monat früher schwanger geworden als ich. Und ich will jetzt ja nicht sagen, Karma, I get you, aber ich muss schon sagen, es war erstmal ein sehr großer Schock für mich, als ich erfahren habe, dass sie schwanger war. Ich habe mich natürlich gefreut und dann habe ich immer noch, ich weiß noch ganz genau, da war ich noch in Spanien im Urlaub, noch so Witze drüber gemacht und hier und oh krass, du bist jetzt erstmal Mama, ich mache hier meine Hochzeit, dies und das. Und dann hat sie immer noch so aus Spaß gesagt, ja, werd doch, also mach doch jetzt auch ein Baby, du und Davy, dann sind wir zusammen schwanger. Und ich habe wirklich ihr ins Gesicht gelacht in FaceTime. Und habe gesagt, nee, du kommst nicht in Frage. Erstmal Hochzeit und dann machen wir Kinder. Und ja, I would say, Karma got me. Die Frage war auch hier noch, freust du dich darauf, gleichzeitig mit deiner Schwester ein Kind zu kriegen? Natürlich freue ich mich sehr drauf. Es ist halt eine ganz spezielle Situation. Ich glaube, viele können das auch gar nicht nachvollziehen oder viele hatten es einfach noch nicht. Und vor allem, es ist bei beiden das erste Kind bei uns. Und ja, es ist einfach, es kann man gar nicht beschreiben, es ist wirklich krass. Ich habe mich natürlich auch sehr gefreut, muss ich ehrlich sagen, erstmal Tante zu werden. Und dann habe ich so gedacht, ich übe mal an ihrem Kind. Und dann nächstes Jahr bin ich dann Pro bei meinem Kind oder in 2 Jahren. Aber jetzt werde ich halt Tante und Mutter zugleich. Und ja, es ist einfach wunderschön, dass dann unsere Kinder zusammen aufwachsen können. Wir haben ja auch eine sehr enge Bindung miteinander. Auch wenn wir jetzt nicht direkt nebeneinander wohnen, hoffe ich natürlich, dass sie sich oft genug sehen können, die Kinder. Mir fällt gerade noch ein, ich muss noch kurz was hinzufügen zu unserer Schwangerschaft mit meiner Schwester.
Also ich habe es auch bei ihr über FaceTime erfahren, und als ich sie das erste Mal schwanger gesehen habe, also es war wirklich das erste Mal, als ich sie halt persönlich gesehen habe, war ich tatsächlich selber auch schon schwanger, aber habe es natürlich nicht gewusst. Keiner wusste es. Und es war einfach so witzig, weil wirklich an dem Tag sind wir zum Beispiel zu meiner Oma. Da hat meine Schwester meiner Oma gesagt, dass sie schwanger ist. Und da hat meine Oma mich schon so angeguckt und meinte, du hast dich irgendwie so verändert, bist du schwanger? Also da haben wir noch nicht gesagt, dass meine Schwester schwanger ist. Und ich habe halt nur gelacht. Ich meinte so, nee, nicht ich. So, jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Wie hast du erfahren, dass du schwanger bist? When did you find out you were preggo? Also ich habe die Fragen hier zusammengefasst. When did you first think that you could be pregnant? Was hat sich seitdem verändert? Okay, step by step. Also einmal, wie hast du erfahren, dass du schwanger bist? Es war eine sehr spezielle Situation, Leute. Ihr wisst ja bestimmt noch, oder die meisten hier, die mir schon länger folgen, dass ich in Costa Rica war und dort mitgeholfen habe bei dem Animals Rescue Center in Costa Rica im Regenwald mit meiner besten Freundin Nata. Und dort tatsächlich haben wir, also zusammen mit ihr, dann erfahren, dass ich schwanger bin. Noch relativ am Anfang, also ich glaube, es waren so nach 4 Tagen oder so. Es war auf jeden Fall so Ende Oktober, irgendwie so. Auf jeden Fall, da habe ich es erfahren. 1, 2 Tage davor war es so, dass, auch jetzt glaube ich zur Frage, oder when did you first think that you could be pregnant? Tatsächlich habe ich nie gedacht, also bis zu dem Zeitpunkt, als ich dann erfahren habe, dass ich schwanger bin, habe ich nie gedacht, dass ich schwanger bin. Wirklich, Leute. Dieses Mal war es so krass. Und David und ich, wir haben, da wir ja mit der Verhütung, ja, so lala umgegangen sind, wir haben wirklich schon, glaube ich, 4, 5 Mal gedacht, dass ich schwanger sein hätte können. Wir haben schon 4, 5 Mal Schwangerschaftstests zusammen daheim gemacht. Es war einmal so krass und immer waren die Tests negativ. Ich war nie schwanger. Und dieses Mal, als es jetzt tatsächlich war, haben wir beide 0,0 damit gerechnet. Es hat dann nur angefangen, dass ich in Costa Rica, also mein erstes Symptom war tatsächlich meine Brüste, die jetzt auch übrigens vorhanden sind. Ich hatte davor eigentlich keine. Nein, also auf jeden Fall meine Brüste, die haben mega wehgetan. Vor allem meine Brustwarzen waren sehr sensibel. Und da habe ich halt, also das war schon so ein bisschen komisch für mich. Und ich habe das normalerweise auch immer kurz vor meinen Tagen. Meine Tage tatsächlich, also meine Periode, hatte ich aber schon bekommen gehabt. Und ich war schon so 2 Wochen drüber. Tatsächlich waren das aber nicht meine Periode jetzt im Nachhinein, sondern schon eine Einnistungsblutung. Also glaube ich. Aber ich wusste halt damals nicht. Und ja, wer zur Hölle hätte damit irgendwie daran gedacht? Ich habe meine Periode auf den Tag genau bekommen und ich dachte so, oh ja, okay. Another month, not pregnant. Dann sind wir nach Costa Rica gereist und dann haben halt meine Brustwarzen nicht aufgehört weh zu tun. Und dann haben wir halt erstmal gedacht, okay, ist vielleicht vom Klima, wir sind hier irgendwo im Regenwald, vielleicht auch Jetlag, alles Mögliche. Wir haben immer versucht, irgendwelche Ausreden zu finden. Dann hatte ich halt auch immer abends so ein Völlegefühl. Also wir haben halt, das Ding ist, wir haben halt aber auch viel gegessen abends. Wir haben immer abends, wir hatten da ja so All-inclusive eigentlich, da gab es super leckeres veganes Essen. Und dann hat man halt einfach mal einen vollen Bauch abends, ne? Das kennt jetzt bestimmt hier jedes Mädel auch. Aber bei mir war das schon nochmal anders. Und im Bett, als ich mich dann so in der Nacht gewälzt habe von einer Seite zur anderen, war es wirklich, als ob ich so einen Stein im Magen hatte. Zwar schon so ein bisschen komisch, aber habe ich mir halt auch nichts dabei gedacht. Ich dachte halt nur so, okay, Evelyn, ess mal am nächsten Tag nicht so viel. Ja, und dann hat es eigentlich nie aufgehört mit den Brüsten, ne? Und dann sind wir halt nur mal auf diesen Punkt gekommen, also dann dachten wir so, was ist, wenn ich schwanger bin? Hab's zwar nie gedacht und dann dachte ich aber, also erstmal habe ich es mir auch voll nicht ernst genommen und dachte mir, wir werden danach noch, sind danach auch noch nach Aruba weitergereist, in die Karibik und dann dachte ich mir, ach komm, lass uns noch mal so eine Woche warten und lass uns in Aruba einen Test machen, weil wenn ich jetzt schwanger bin, ändert sich eh nichts, ich bleibe jetzt sowieso im Urlaub und dann dachten wir, warten wir einfach noch, weil wir halt im Regenwald waren, da gab es keinen Laden weit und breit, ich wusste jetzt nicht, wo ich einen Schwangerschaftstest herbekomme. Aber dann irgendwie haben wir halt so ein bisschen nachgedacht und wir haben halt auch mega viele Aktivitäten vor Ort gemacht. Also wir haben, ja, habt ihr bestimmt auch in Instagram gesehen, wir wollten sogar noch Bungee-Jumping machen, haben wir jetzt da nicht gemacht. Aber wir haben dieses Tarzan-Swing gemacht, Ziplining, ich war klettern, ich war reiten. All die Sachen, die ich glaube ich nicht gemacht hätte, wenn ich wüsste, dass ich schwanger bin. Und dann hatten wir auch tatsächlich noch mehr geplant, wir wollten dann noch Rafting gehen. Und dann dachte ich mir halt so, okay, vielleicht machen wir wirklich einen Test, weil sollte ich schwanger sein, was wir ja beide hier nicht glauben, dann wüsste ich es einfach und dann würde ich halt diese Aktivitäten lassen. Und wenn ich halt nicht schwanger bin, dann können wir in Ruhe alles hier machen und genießen. Und dann hat die Frau an der Rezeption, die war so nett, die haben wir dann eingeweiht und
Der hat uns dann einen Test aus der Stadt besorgt für den nächsten Tag, wenn sie wieder zur Arbeit gekommen ist. Und dachten, na, wir machen jetzt schnell den Test, dann frühstücken wir und dann gehen wir. Ja, und der Test war dann positiv. Jetzt habe ich ja sehr lang und detailliert geredet, aber der Test war dann tatsächlich positiv. Warst du schockiert, dass du schwanger bist, auch wegen der großen Hochzeit? Gab es den Moment, als du dachtest, I'm not ready yet? Ja, dazu kann ich schon mal sagen, ja, ich war sehr schockiert und ich finde, das kann man auch so teilen, vor allem wenn es nicht geplant war. So viele Gedanken kamen einfach in meinen Kopf. Ich war einfach so überfordert. Zwischendurch mussten wir doch mal lachen mit Nata. Ich konnte es auch nicht glauben. Also jetzt glaube ich es natürlich mittlerweile schon, aber von Anfang an war es wirklich schwer zu realisieren. Vor allem war ich halt noch in dieser Fake-Welt irgendwie. Ich war da im Urlaub und dachte mir, okay, das stimmt irgendwie alles nicht. Wenn ich nach Hause komme, bin ich nicht schwanger. Es war wie ein Film, wirklich. Auf jeden Fall war das aber der Test selber war einfach es war wie so ein Schnelltest, in Deutschland wie so ein Schnelltest, so ein Corona-Test. Und ich hatte noch nie Corona und das ist mein erster kleiner Schnelltest, der positiv war. Was hat sich seitdem verändert, seit du schwanger bist und welche Symptome hattest du anfangs? Also ich habe wirklich bisher sehr viel Glück in meiner Schwangerschaft, sehr, sehr viel Glück. Ich kenne auch schon andere, da lief es anders, sie hatten Übelkeit. Hier steht auch, hattest Übelkeit in den ersten 3 Monaten? Nein. Ich hatte natürlich, also mein Körper hat sich verändert, hormonell. Ich hatte auf einmal super Lust auf salzige, herzhafte Sachen. Das war ganz extrem. Ich wollte fast keinen Nachtisch mehr. Für alle, die mich kennen, I'm a sweet tooth. Ich liebe Nachtisch. Und auf einmal wollte ich immer nur Deftiges, Salziges. Und mir war auch nicht richtig schlecht, aber nach dem Urlaub zum Beispiel, dann am Anfang halt hier daheim, da war es mir morgens so ein bisschen mulmig im Magen. Ich hatte wie so einen flauen Magen, sagt man das so. Und ich musste halt immer direkt was essen morgens. Normalerweise mache ich ja Intervallfasten, das habe ich dann auch aufgehört. Aber sobald ich es gegessen habe, war alles fein. Ich konnte am Anfang gar keinen Kaffee trinken. Und also Kaffee habe ich aufgehört zu trinken nach dem Urlaub. Im Urlaub habe ich noch weiter Kaffee getrunken, war ja auch schwanger, aber ging. Aber nach dem Urlaub wollte ich es dann gar nicht mehr riechen, konnte es nicht trinken. Was hat sich noch so verändert? Genau, meine Brüste waren von Anfang an das größte Symptom. Die sind einfach gewachsen, wie nochmal was. Und halt jetzt danach, also jetzt Monate später, meine Taille ist komplett verloren gegangen. Mein Bauch wird immer größer. Also mein Bauch selber ist jetzt nicht so groß, aber meine Taille, alles zieht sich so in die Breite. Mein Körper verändert sich einfach. Und das finde ich schon krass, was halt der weibliche Körper so durchmacht. Aber sonst von den Symptomen her kaum was. Ach so, ich bin auch öfter müde, schlaf gerne, aber das habe ich auch schon davor. Aber das sind wirklich kleine Symptome und bisher hatte ich eine einwandfreie Schwangerschaft. Jetzt soll ich vielleicht auch mal sagen, in welcher Schwangerschaftswoche, Monat ich überhaupt bin, steht hier nämlich auch als Frage. Also ich bin jetzt tatsächlich schon in der 19. Woche. Ich bin schon im 5. Monat, habe es jetzt auch vor ein paar Wochen auf Instagram geteilt, aber am Anfang war das schon so eine Sache, die ich sehr für mich und für meine Familie, Freunde, für uns behalten wollte. Und ich habe auch lange gebraucht, selbst damit klarzukommen. Einfach so, nicht weil es nicht geplant war oder so. Und ich habe mich auch gefreut, aber einfach weil es war so eine Veränderung. Ich habe es einfach nicht glauben können. Ich war dann auch noch mal 10 Tage noch mit Nata weiter auf Reisen. Dann sind wir erstmal zurückgekommen. Da musste ich wirklich erstmal auf mein Leben klarkommen. Erstmal vom ganzen Jetlag wieder in die Routine rein, wieder in Deutschland. Und dann war ich einfach schwanger. Und dann dachte ich mir so, okay, wo fange ich jetzt an? Zu welchem Frauenarzt gehe ich? Was mache ich? Ich hatte hier in Berlin noch nicht mal einen Frauenarzt, weil wir auch wieder erst hergezogen sind. So viele Themen, die mich einfach überhäuft hatten. Und ich bin wirklich nicht so die Expertin auch im Schwangersein. Oder ich habe mich nie mit diesem Thema auseinandergesetzt. Deswegen, ich wusste gar nicht, mit was fange ich an? Was muss ich alles machen? Und dann kamen Fragen und hier, und willst du einen Bluttest machen? Und ich dachte so, was für ein Bluttest? Aber zum Glück hatte ich halt meine Schwester und die macht ja alles 1 Monat vor mir. Deswegen, so läuft es auch jetzt übrigens noch ab. Ich schaue mir einfach alles von meiner Schwester ab. Sozusagen alles, was sie macht, alle Tests und so mache ich. Nein, ich informiere mich jetzt auch ein bisschen mehr, lese auch drüber. Meine Ärztin sagt mir ja auch viel, aber halt von ihr, von meiner Schwester weiß ich dann schon sehr viel. Ja, ich rede so viel, ne? Genau, da kommt nämlich auch hier schon die Frage, macht ihr eine Fruchtwasseruntersuchung oder Bluttest? Wir haben beides tatsächlich nicht gemacht. Bluttests machen ja sehr viele und meine Schwester hat es zum Beispiel auch gemacht, aber wir haben halt diese Nackenfaltenmessung gemacht, so. Und wenn da alles gut ist, dann muss man jetzt nicht unbedingt den Bluttest machen. Und mein Arzt hat einfach, wir haben dem so vertraut und hat gesagt, alles ist top, bei mir lief auch von Anfang an alles so gut, dass wir gesagt haben, wir vertrauen dem Ganzen und wir müssen jetzt nicht noch extra einen Bluttest machen. Schränkt dich die Schwangerschaft schon ein?
Auch da kann ich sagen, nicht wirklich. Also klar, so die typischen Sachen, ich muss halt auf vieles achten. Ich darf keinen Alkohol mehr trinken. Ich darf halt die ganzen rohen Sachen nicht mehr essen. Ich liebe Sushi, also auf so Sachen muss ich halt natürlich achten. Und jetzt natürlich auch noch mit Corona und allem, versuche ich halt nochmal besonders aufzupassen. Ihr wisst ja, ich liebe Reisen. Ich hätte am liebsten schon die nächste Reise geplant mit meiner Schwester. Wir gehen eigentlich immer gern Anfang des Jahres weiter weg zusammen. Und dadurch, dass ich auch noch nicht so den größten Bauch habe, ja, es ist halt so. Ich dachte, Davy kommt. Auf den warte ich schon. Ja, es ist halt noch so voll alles machbar damit, mit meinem Körper. Wollt ihr das Geschlecht wissen oder soll es eine Überraschung werden? Und generell, Gender steht hier ganz groß. Wird es ein Mädchen, wird es ein Junge? Also, wir wissen das Geschlecht schon. So viel kann ich dazu sagen. Wir wissen das Geschlecht schon und es könnte, also wir hätten auch nicht warten können, keine Minute länger, keine Woche länger, keinen Tag länger. Ich finde es krass, dass wirklich manche bis zur Geburt warten. Im Endeffekt, ja, es kann ja nur Mädchen oder Junge werden, aber irgendwie, nee, wollten das wissen direkt und haben es auch relativ früh erfahren und haben dann auch eine Gender Reveal Party gemacht. Genau, das steht, glaube ich, hier auch irgendwie. Wollt ihr eine Gender Reveal Party machen? Wir haben schon eine gemacht. Das ist jetzt hier auch die einzige Frage, die ich nicht beantworten werde. Was für ein Gender es wird, weil ich die Gender Baby Party teilweise auch mitgefilmt habe und die dann hier auf YouTube zeigen möchte. Kommen jetzt auch Schwangerschaftsworkouts? Ja, tatsächlich habe ich es mir überlegt. Also am Anfang, ich musste wirklich auch mit der Situation klarkommen, mit meinem Leben und da bin ich, also da hätte ich niemals dran gedacht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ich jetzt, wenn es mir weiterhin so gut geht und so, dass ich mir vielleicht mal ein paar Workouts überlege. Auch wenn ich sagen muss, dass ich viele Workouts, die ich schon habe, weiterhin machen kann, außer jetzt vielleicht die, die richtig appslastig sind, aber ja, warum nicht? Kann man dann schon ein, zwei Workouts machen, ne? Können ja auch dann nicht schwangere machen. Woche, Monat habe ich ja schon gesagt. Jetzt steht hier noch Due Date. Also wir bekommen unser Baby im Juni, kann ich schon mal sagen. Eher Ende Juni. Ob es natürlich dann so wird, wissen wir nicht. Aber ja, für alle, die das jetzt hier auch. Gut, unser Hochzeitsdatum habe ich jetzt nie geteilt, aber unsere Hochzeit wäre tatsächlich auch im Juni gewesen. Ich sage schon wäre, weil wir sie jetzt wirklich auch verschieben. Nochmal, das erste Mal wegen Corona, dieses Jahr wegen unserem Baby. Aber ja, das ist halt nochmal so eine Sache, wo ich einfach sage, es ist so krass, weil wir haben halt immer gesagt, okay, jetzt mussten wir schon verschieben wegen Corona, jetzt warten wir noch auf die Hochzeit und deswegen war es halt immer so, nach der Hochzeit würden wir halt starten, beziehungsweise da würden wir es wahrscheinlich laufen lassen, egal wann wir dann das Kind kriegen würden. Wäre ich irgendwie lang davor schwanger gewesen, hätten wir vielleicht die Hochzeit noch machen können mit Baby oder wäre ich jetzt vielleicht wie jetzt schwanger, im dritten, vierten, fünften Monat und mir geht es so gut wie jetzt, würde ich die Hochzeit auch noch locker machen. Aber es war eine Punktlandung. Ja, das Baby hat sich entschieden, zur Hochzeit zu kommen im Juni und die Hochzeit war auch im Juni geplant. Was soll man da sagen? Everything happens for a reason. 2023 auch direkt dann machen mit unserem kleinen Baby. Und ich hoffe, das passt alles. Und bis dahin ist vielleicht auch Corona komplett weg und wir können wirklich ohne Limitations feiern. Das war wirklich so mein Traum. Aber wir wollen sehr gerne noch die große Hochzeit machen. Eher entspannte oder ängstliche Schwangere? Also ich weiß nicht, ob man das mir hier schon mir so entnehmen kann, aber ich bin eine super entspannte Schwangere. Ich würde sagen, teilweise vielleicht sogar schon zu entspannt. Meine Mutter ruft mich jeden Tag an und sagt, Evelyn, lest doch mal, was in deiner Woche da so abgeht und wie dein Körper sich verändert. Und hier und ich so, ja, Mama, gleich und keine Zeit. Und dann bin ich irgendwie schon in der neuen Woche. Also ich weiß nicht, ich finde es gut, dass ich so bin, weil ich brauche jetzt nicht so ängstlich sein. Und ich habe einfach das Glück, dass mir dass nichts passiert ist bisher, dass es mir super gut geht, dem Baby geht super gut. Also ich bin wirklich so dankbar und deswegen bin ich auch super entspannt und es ist meine erste Schwangerschaft und ich weiß sowieso nicht, was mich erwartet und ich lebe mein Leben, kann ja zum Glück auch noch voll weiterhin Instagram machen und meinen Job weiter ausführen und deswegen ja, lebe ich einfach meinen Alltag. Natürlich, ich mache weniger Sport, ich schlafe länger, so Sachen, aber ich bin total entspannt, ja, mach manchmal vielleicht auch sogar zu viel. Alle sagen immer, entspann dich doch mal und ich laufe nur von A nach B daheim. Aber ich habe schon ganz in vielen Apps gelesen, dass es gut ist, aktiv in der Schwangerschaft zu sein. Deswegen ja, ich bin eine super entspannte Schwangere, würde ich sagen. Welches Sternzeichen wird dein Kind wahrscheinlich haben? Ja, wenn ihr rechnen könnt, also wenn es Ende. Ja, also eigentlich wird es bei uns noch ein Zwilling, glauben wir, aber man weiß ja nie. Kommt es eine Woche vorher, kommt es eine Woche später, dann wird es vielleicht kein Zwilling mehr. Aber es wird ein Zwilling. Ob wir so da zufrieden damit sind, kann ich jetzt nicht unbedingt sagen. Davy und ich sind Stier und Steinbock. Wir sind sehr erdige Elemente, sehr stur. Und unser Kind wird vielleicht das Gegenteil. Aber wir sind gespannt. Babyzimmer ist schon eingerichtet und müsst ihr nochmal umziehen oder gestaltet ihr eines der Räume um?
Genau, also Babyzimmer ist noch gar nicht eingerichtet, also noch überhaupt nicht. Wir haben auch tatsächlich jetzt erst im letzten Urlaub das erste kleine Piece für unser Kind gekauft. Sonst haben wir nur Sachen geschenkt bekommen bei der Gender Baby Party, die wir hier mit unserer Familie gemacht haben. Und selber haben wir ungefähr noch nichts besorgt, aber ich muss sagen, ich glaube, wir haben noch Zeit dafür. So, ich rush mich da jetzt nicht. Und dementsprechend ist auch das Zimmer noch nicht eingerichtet. Und wir müssen nicht umziehen, also wir werden noch nicht umziehen. Auch wenn es jetzt nicht geplant war, jetzt direkt hier in der Wohnung ein Kind zu bekommen. Oder doch, also wir hatten das dann nächstes Jahr schon auch vorgehabt. Ja, haben wir halt immer gesagt, das wird das Gästezimmer. Wir haben ein Gästezimmer hier und das werden wir umgestalten als Kinderzimmer. Wann habt ihr eurer Familie oder Freunden davon erzählt? War unterschiedlich. Also ich habe es meiner Mama und meiner Schwester direkt in Costa Rica halt mit FaceTime erzählt, weil ich nicht drauf warten konnte. Auch bei Freunden haben wir jetzt nicht lange ein Geheimnis draus gemacht, also zumindest ich. Davy hat es, glaube ich, nicht so vielen Kumpels erzählt, aber ich habe es vielen Mädels direkt am Anfang erzählt, aber auch immer so, ich wollte es immer gern persönlich erzählen. Also meistens habe ich darauf gewartet, wenn ich die Leute gesehen habe und dann habe ich es denen erzählt. Und bei manchen war es halt früher, bei manchen später. Glaubst du, Sammy wird dann eifersüchtig sein? Da liegt er. Ich weiß nicht, ob ihr ihn sehen könnt. Oh, mein Baby. Ich habe auch schon ein Baby, mein Sammy-Baby. Ja, ob Sammy eifersüchtig sein wird, ich glaube schon. Sammy ist ja vor allem jetzt auch ein sehr anhänglicher Hund geworden. Er muss immer bei mir sein, alles mit mir machen. Und ich glaube, er denkt, wir sind einfach, also sind wir ja auch ein Team. Und mich gibt es nicht ohne ihn, ihn gibt es nicht ohne mich. Ja, wird schon krass bestimmt, wenn ich dann halt ein Baby habe und mit dem auch wahrscheinlich auch mehr am Anfang natürlich mache mit dem Baby als mit Sammy so. Deswegen, ja, wird er bestimmt eifersüchtig. Aber ich hoffe mehr oder ich glaube auch, dass Sammy ist ja eh so ein protective Hund und denkt auch, er muss mich beschützen. Ich hoffe, dass er das dann auch beim Baby denkt und auch denkt, dass er das Baby beschützen muss. Wirst du auch eure Namensvorschläge nennen? Habt ihr schon einen Namen? Magst du eher konservative oder normale oder verrückte Namen? Also am Ende kann ich vielleicht ein paar Namensvorschläge teilen. Vor allem die, die es dann nicht werden, kann ich gern teilen, welche in der engeren Auswahl bei uns waren. Aber den Namen werde ich erstmal noch nicht teilen, zumal wir auch jetzt, also jetzt zu der Frage, habt ihr schon einen Namen? Jein, also eigentlich nicht. Das Witzige ist, fürs andere Geschlecht, das es jetzt nicht geworden ist, hatten wir einen Namen. Wir hatten auf jeden Fall schon einen Namen. Da waren wir uns auch ziemlich sicher. Hallo, mein Schatz, komm mal hier. Ui. Ui, ui. Sammy, was möchtest du erzählen? Sag mal. Merkst du schon, dass Mama schwanger ist? Merkst du das? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Er ist auf jeden Fall super anhänglich. Ob er es so richtig merkt, also er merkt jetzt nichts an meinem Bauch. Aber man sagt ja, dass die Hunde das so hormonell, also diese hormonellen Veränderungen schon merken, wenn er mich anguckt. Und deswegen, ja, kann es sein. Aber auch auf jeden Fall mein Baby. Und er wird auch immer noch mein Baby bleiben, auch wenn ich noch ein Baby kriege. Auf jeden Fall, Max, also mögen wir eher konservative, normale oder verrückte Namen. Also ich würde schon sagen, dass wir eher verrückte Namen mögen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt verrückt sind, aber auf jeden Fall sind es jetzt nicht so ganz normale Namen, auch keine konservativen. Und wir haben immer gesagt, beide wollten, am liebsten würden wir einen Namen haben für unser Kind, dass wir einen Namen, den wir so noch nie gehört haben, wo wir am liebsten auch niemanden kennen, der so heißt. Also schon eher in die außergewöhnliche, verrückte Richtung. Und deswegen ist es auch so schwer für uns, einen Namen zu finden. Ich mache jetzt mal weiter mit der letzten Frage, das ist nämlich schon meine letzte. Wie hast du es Davy gesagt und seine Reaktion? Kann er ja vielleicht gleich selber dann teilen. Und auch generell kann er hier noch ein bisschen was erzählen, wenn er möchte. Aber auf jeden Fall habe ich es Davy auch erzählt, wie meiner Mutter und meiner Schwester, nämlich über FaceTime. Das waren die ersten drei Leute mit Nata, die war natürlich dann vor Ort dabei, die es erfahren haben. Und ja, leider wollte ich es Davy so nicht erzählen. Und wie gesagt, wir haben bis jetzt immer die Schwangerschaftstests zusammen gemacht und diesen halt nicht. Und ich dachte mir aber so, nee, ich kann jetzt nicht 10 Tage warten. Ich gehe jetzt nicht nach Aruba und tue so, als ob nichts wäre und bin einfach schwanger. Also das hätte ich nicht vor Davy verheimlichen können. Deswegen habe ich ihn angerufen. Es war auch ein ganz witziger Moment, auch ein ganz krasser Moment, weil ich halt, also ich hatte mich erstmal beruhigt gehabt. Dazu vielleicht nochmal, das Witzige war halt, dass ich erstmal Davy angerufen habe und genau an dem Tag, er geht halt immer ran, genau an dem Tag, er ging ja nicht ran. Dann habe ich meine Schwester angerufen, sie ging auch nicht ran. Da dachte ich mir so, ist euer Ernst, Leute? Ich und Natascha schon total, wir wollten es einfach teilen mit jemandem, wir konnten nicht mehr. Dann habe ich meine Mama angerufen
in der Arbeit, die natürlich auch von nichts wusste. Sie wusste auch nicht, dass ich einen Test mache. Danach dann irgendwann ging er an Davy ran. Dann habe ich Davy angerufen. Der war aber noch unterwegs im Auto und ich meinte so, ja, bitte fahr mal rechts ran. Und dann, ja, weiß ich auch noch ganz genau, habe ich ihm diesen kleinen Test vorne hingehalten und habe halt richtig geweint dabei. Und es sieht halt einfach aus wie ein Corona-Test. Und natürlich das Erste, was er sagt, du hast Corona. Das war halt, und ich so, nein, und ich bin schwanger, und da habe ich halt wieder geheult. Und immer wenn ich gesagt habe, ich bin schwanger, kam es halt aus mir raus. Und erstmal ist auch gar nicht drauf klargekommen. Also, Davy war natürlich auch komplett geschockt. Er guckt so in die Kamera und er war aber nicht allein im Auto. Also, die Person hat es dann auch noch mit erfahren. Bin hier eh schon fertig. Jetzt sind wir bei der letzten Frage. Davys Reaktion. Also eigentlich habe ich schon alle Fragen selber beantwortet. Ui, Sammy. Aber weil die hier gehen eigentlich eh alle um meine Schwangerschaft. So, Davy ist jetzt da. So, wie war deine Reaktion, Schatz? Also du hast mir ja gesagt, als du in Costa Rica warst, und am Anfang, ich weiß nicht, wie weit du schon erzählt hast, aber du hast mir so ein Schwangerschaftstest, aber es sah aus wie ein Corona-Test, ja, genau. hast du mir per FaceTime dahin gehoben, hast halt extrem geweint. Und da gab es eine Vorgeschichte, wo du mal in Dubai warst, Ja. wo du dachtest, du hast Corona. Deswegen habe ich es nicht gleich zuordnen können, weil wir es ja auch nicht erwartet haben. Aber dann war es natürlich Das habe ich auch schon gesagt, ein ja. riesiger Schock, so, aber ich habe mich brutal gefreut. So. War dann natürlich blöd in dem Moment, so dass wir halt nicht zusammen waren. Das war schon so wirklich der komische Ja. Moment, also die komische Situation. Vor allem, weil ich dann halt weiterhin noch im Urlaub war und dann war ich halt irgendwie schwanger und wir waren halt nicht zusammen so. Ja. Aber wir haben dann auch nochmal, wo ich zurückgekommen bin, aus dem Urlaub einen Test zusammen gemacht, Stimmt. dass er auch einen positiven Test in der Hand gehalten hat. Ja, es war mega. Ja, und dann hat er sich nur gefreut, weil Davy wollte eh schon immer länger ein Kind. Ich wollte schon sehr, sehr früh Papa Ja. werden. Du wirst ja jetzt auch immer noch. Ja, das ist immer Ansichtssache, das könnt ihr ja mal sagen. Ich finde nicht, Alt. dass es jung ist. So, Evelyn sagt, es ist jung. Ich sehe es anders. Vielleicht in der Fußballwelt ein bisschen Für älter. Evelyn Da ist geht man ja auch früher wahrscheinlich. in Rente. Ja, das stimmt. Ja, ansonsten habe ich eigentlich alle Fragen schon beantwortet. Hier war noch, vielleicht kannst du noch das sagen. Habe ich das schon beantwortet, aber wenn du willst, habt ihr schon einen Namen? Magst du eher konservative, normale oder verrückte Namen? Oder wir? Also, Was dann würdest du sagen? eher verrückte. Ja, habe ich auch gesagt. Also, Ja. das heißt verrückt. Also, Ja. wir wollen keinen 0815 Namen. Wir wollen, Genau. dass das so ein bisschen was Besonderes ist. Ich glaube, die Bedeutung an sich ist uns nicht ganz so wichtig, oder? Ich finde es schön, wenn es eine Bedeutung hätte, aber ja, wenn Ist es aber jetzt einer nicht wäre. wichtig, also es ist Nee. keine Priorität bei uns. Aber es soll halt schon so sein, dass das schon was Besonderes ist. Ja. Wir Immer haben wir einen Favoriten eigentlich, oder? ja, ich habe gesagt auch, dass wir, also jein, dass wir was haben, wir sind uns schon so einig, aber ob das wirklich dann das Kind so heißen wird, wissen wir auch noch nicht 100%. Beim Ist ja auch so. anderen Geschlecht, habe ich ja schon gesagt, wären wir uns sicherer gewesen, ne? Also du hast das Geschlecht noch nicht gesagt. Nein, sag's nicht. Wir haben bei einem Geschlecht hatten wir einen Favorit. Da waren wir uns beide auch schon einig, haben uns auch schon draußen ein bisschen eingestellt und deswegen Ja. Das hätten wir auch vielleicht sind wir früher jetzt geteilt, wenn wir uns so sicher noch waren, für aber uns ich da. glaube, das werden wir jetzt auch nicht vor der Geburt teilen, weil vielleicht ändert sich es auch noch, wenn das Kind dann geboren wird. Stimmt. Das sehen wir mal. Ja, das war's. Der Rest ist halt so Schwangerschaft. Haben schon Ja. einige Fragen, ne? Richtig viele Fragen. Das ist Hast doch schon erzählt, schön. dass das bei deiner Mutter nicht so gut verlaufen ist in der Schwangerschaft, also dass sie eine Ah, schwierige nee. Nee, Schwangerschaft das, genau. Also ich habe schon gesagt, dass ich halt entspannte Schwangere bin und dass es mir auch wirklich gut geht. Und dass ich wirklich also richtig dankbar bin und keine Komplikationen bisher hatte. Aber das Krasse war halt, dass meine Mama bei beiden Schwangerschaften, bei mir und meiner Schwester, ging es ihr wirklich richtig schlecht. Also Ja. manche haben ja Übelkeit in den ersten 3 Wochen, 3 Monaten, ne? Das haben sehr viele. Aber meine Mutter hatte wirklich 9 Monate Übelkeit. Und die Arme hat immer so Angst gehabt, dass wenn meine Schwester und ich schwanger werden, dass es uns halt auch so treffen wird. Vor allem bei mir dachte sie halt, weil ich sehr nach ihr komme, dass ich das halt auf jeden Fall habe. Und dann war es halt echt witzig, wo wir dann schwanger wurden mit meiner Schwester. Erst hat sie halt meine Schwester immer gefragt und danach auch mich jeden Tag angerufen, wie geht's dir, wie geht's dir? Nur nicht übel? Ich so, nee, nee. Und ich habe halt echt noch nicht einmal mich übergeben. Also ja, deswegen, ich glaube, ich hatte auch meine Frage, ob ich Tipps geben kann gegen Übelkeit, aber leider kann ich da keine Tipps geben, weil mich hat es zum Glück nicht getroffen. Evel kommt schon ganz gut durch bis jetzt, ne? Ja, sehr gut. Nee, wirklich, wir haben eine ganz tolle Schwangerschaft. Hoffentlich wird die Geburt auch so. Das ist nämlich schon letzte witzig, aber das ist ein anderes Thema. Ich Darüber glaube, reden wir jetzt da nicht. hab ich mehr Angst vor als Evelyn gefühlt. Also Ja, ich weil kann, ja. man halt nichts machen kann, ne? Also aber
Wir haben es ja beide noch nicht erlebt. So ist auch eine Erfahrung, auf die wir uns freuen, glaube ich. Okay, ich glaube, das war's. Ich habe schon sehr lange davor geredet. Okay. Danke fürs Einschalten. ja, ich muss ja ein bisschen auch mal mein YouTube ändern, auch mal meinen Namen, wenn ich es dann bis dahin noch nicht schon gemacht habe. Und könnt gerne ein Like da lassen und abonnieren, wenn euch das Video gefallen hat. Tschüss. Ciao.